Freu dich auf den Trailer zu Dune. Fetter als dieser Science-Fiction-Bombast kann Kino nicht sein. Eine Herrscherfamilie muss sich auf dem gefährlichsten Planeten des Universums behaupten. Ein Wüstenplanet ist das, glühend heiß, bevölkert von gefährlichen Stämmen und riesigen 400 Meter langen Sandwürmern. Das Ganze ist ein großes Drama voller Intrigen und Schlachten. Die Star-Power, der Sound, die Bilder, das alles drückt dich richtig in den Kinositz. Der totale Wahnsinn. Ich hatte nach 155 Kinominuten den Eindruck, ich muss mir den Wüstensand von den Klamotten klopfen. 10 Euro kostet ein Kinoticket für Dune. 10 ist es auch wert. Komm, mach mal große Augen. Irgendwas geschieht mit mir. Irgendwas erwacht in mir. Ich kann es nicht kontrollieren. Was hast du gesehen? Es wird einen Kreuzzug geben. Träumst du oft von Dingen, die genauso passieren, wie du es geträumt hast? Ja. Die Prüfung ist simpel. Zieh deine Hand aus dem Kasten und du stirbst. Was ist in dem Kasten? Schmerz. Du erbst zu viel Macht. Du hast Selbstbeherrschung bewiesen. Nun lerne, über andere zu herrschen. Etwas, das keiner deiner Vorfahren gelernt hat. Mein Vater herrscht über einen ganzen Planeten. Er verliert ihn. Er bekommt einen viel reicheren. Den wird er auch verlieren. Ah, mein Junge! Arrakis ist eine Todesfalle. Tötet sie. Die wollen uns auslöschen. Nehmen sich meine Familie vor alle. Kämpfen wir wie Dämonen. Ein Tier, das in eine Falle gerät, wird sich ein Bein abbeißen, um zu entfliehen. Was wirst du tun? Ich kenne dich. Eines Tages wird eine Legende geboren. Die ganze Zivilisation hängt davon ab. Die Zukunft. Ich kann sie sehen. Ich darf keine Angst haben. Die Angst tötet den Verstand. Mein Herzog. Wo keine Angst mehr ist. Da werde nur noch ich sein. Los, los, los!